Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir sind jetzt im neuen Update. Und zwar Into the Wood heißt das. Da unten ist ein Marienkäfer. Irgendwo eine Wolfsspinne. Nee, aber das wollte ich mir angucken. Denn es soll ja jetzt infizierte Wolfsspinnen geben. Und wo werden die am besten dann auftauchen? Weil hier im Stamm war Pilz. Und wenn im Stamm Pilz ist, dann gehe ich doch davon aus, dass hier die infizierte Wolfsspinne drin ist. Sehe ich aber im Moment keine. Nur eine normale drin. Da ist der Pilz. Die andere vielleicht unterwegs. Möglicherweise. So, haben wir noch was an Aufgaben hier? Ja, Blattlaus und Baumwanzen. Alles klar, gut. Wo ist hin? Drüber. Wie immer, ne? So. Zwei Hammer. Aus meinem Pfeil da. Ja. Wir gucken uns gleich. Die wollte ich doch immer mitnehmen. Wir gucken uns gleich mal an, was wir Schönes alles Neues bauen können. Jedes Ding ist nachgewachsen. Angucken und geht nicht, ne? Dachte ich mir. Ich brauche eine Level 3er Axt jetzt für das. Nicht schlecht. Hier unten in der Ecke kann man schon sehen. Sieht man das? Das hier? Ne, das. Das befindet sich jetzt unten unter dem Skep. Was immer das auch bedeutet, ne? Also, das hier ist Atemholen ist an. Gut genährt ist an. Köstliche Mahlzeit ist an. Okay, und hier sieht man, was man so alles aktiviert hat. Okay. Dann ist hier was Neues. Was ist das eigentlich? Also, ein paar fehlen mir noch. Warte, die Map. Hier, die Map hat sich auch ein bisschen verändert. Man sieht jetzt hier die Gräben überall. Ne? Und das ist ja der neue Bereich. Und hier oben ist der Chip, der Burger Chip. Da müssen wir aber erstmal hinkommen. Scheint dann doch nicht so leicht zu sein. So, und jetzt kann ich hier ja auch einen Wegpunkt platzieren. Sagen wir mal, ich gehe da hin. Und wenn ich jetzt R drücke, kann ich den Wegpunkt. Ne, muss ich so machen, ne? Also kann ich den jetzt wieder wegmachen? Mit R? Ja, genau. Das muss in die Mitte. So. Und jetzt mit R ein Wegpunkt. Okay, gut. Das haben wir. Das ist schon mal eine sehr gute Erleichterung. Kann ich den? Ah, ne, kann ich nicht wegmachen. Also die normalen kann ich nicht wegmachen. Oh. Okay. So, was haben wir denn hier beim Herstellen? Käfergummi ist neu, ne? Saft? Ne, Käfergummi ist nicht neu. Da ist nichts Neues mit drin. Okay. Karte war klar. Aufgaben ist klar. Daten haben sich verändert. Das haben sie ein bisschen sortiert. Hier so Produkte, Burgel-Quest, Burgel-Chips. 9 von 13? Wie 9 von 13? Audiologs 2 von 9 nur gefunden und eine von einer Notiz. Ja, alles klar. Und hier ist irgendwas Neues? Nö. Pilzziegel? Okay.
Schau mal hier. Gibt's neue Keulen. Nee. Schaut nicht danach aus. Das müssen wir wohl alles nacheinander freischalten, oder? Genau. Okay. Quasadilöf. Aha. Okay. So. Stängelböden. Und da habe ich drauf gewartet. Halbe Stängelböden. Okay. Das war wichtig. Gebogene Stängelbögen. Ah, das hatten wir ja alles schon. Ne? Sonst noch irgendwas Neues. Pilzwände ist klar. Gibt's eine Halbrunde? Nee. Nee. Gibt's auch nicht mit Zinn. Ach man. Hätte die gerne mit Zinn. So, hier irgendwas Neues. Federdächer. Nee, nee, nee. Nö. Nö. Hier nicht. Und da auch nicht. Und da so. Hat sich auch nichts getan. Ne. Und hier. Pflanzenleuchte. Alles im grünen Bereich. Also irgendwie ist nichts dazu gekommen. Okay. Dann gehen wir mal zum Burgel. Weil da nämlich eine Forschungsstation ist. Und da habe ich auch was entdeckt. Und zwar kann man nämlich jetzt nach Ressourcen scannen. Es gibt hier extra einen Scanner. An jeder Forschungsstation gibt es einen Scanner. Den müssen wir uns aber freischalten. So. Also hier ist nichts. So. Haben wir hier denn jetzt wieder mehr freigeschaltet? Nee. Aha. Wir brauchen 1750, dann können wir... Was ist das hier? Was ist das? Axt, Level 3 Hammer und das? Ah, eine Level 3 Brustplatte. Okay, prima. So, aber hier gibt es das scheinbar nicht. Müssen wir wohl wahrscheinlich... Hast du denn was Neues? So, das wollte ich gar nicht. Wieder Bombardierkäfer jagen. Und dann ist es halt so. So, hat sich denn hier was verändert? Nee. Da so? Nee. 5 Stück. Es gibt hier wohl wieder neue. So, und hier so. Nö, auch nicht. Okay, gut. Dann muss ich wohl an eine Forschungsstation laufen. Das wäre von hier aus gesehen, ich glaube, so, oder? Ich frage mich trotzdem. Also. Wo diese verseuchte Wolfsbinde? Hier, die ist es ja nicht. Okay. Irgendwo wird sie schon lauern. Oder hatten wir die letztes Mal vielleicht schon umgebracht und die ist noch nicht zurückgespawnt. Das kann natürlich auch. Und hier hinten gibt es doch irgendwo eine Forschungsstation. Springe jetzt da durch. Hopp, hopp. Wo bist du? Bist du? Wo ist er? So.
Okay. Wir suchen jetzt eine Forschungsstation. Das heißt, eigentlich suchen wir den nicht. Wir wissen ja, wo sie ist. Ist nämlich... Also heute komme ich gar nicht in die Gänge, oder? Da ist doch die Forschungsstation. Da ist sie doch schon. So. Ach komm. Lass mich in Ruhe, ich will was zeigen. Dann komm her. Jetzt reicht's. Wo ist er? Meter. Hier wieder der Spinnweben rumhängen. Aber egal, die brauchen wir ja auch irgendwann. Nee, heute klappt's wirklich. Warum springt der immer in die dritte Person? Noch eine. So, geh weg. Da lauert es ja schon wieder. Komm hier. Du wolltest das so. Aber ich glaube, unsere Waffe hat ein bisschen was an. Ja, Schlagkraft verloren. Kommt mir so vor. Oh. Das ist gut, oder? Prima. So, das wollte ich zeigen. Pass auf, da. Hier so. Ne? Hier gibt es einen Scanner. Wenn wir jetzt noch Netzfäden scannen. Geht das? Rohstoff suchen. Dann kriegt man hier angezeigt. Ne? Wo jetzt überall Netzfäden zu finden sind. Schon cool. Aber dazu muss man, glaube ich, in der Hecke, den Schalter im Heckenlabor umlegen. Dann werden die alle freigeschaltet und dann kann man hier auch nach Ressourcen suchen. Feine Sache, finde ich. So, wir gehen mal wieder nach Hause. Und überlegen uns, was wir jetzt tun. Also die können wir ja jetzt nicht mehr abklopfen. Finde ich echt ein bisschen schade. Okay. Dann kann man jetzt alle 8 Stunden schlafen. Oder vielmehr, man kann 8 Stunden schlafen. Blöde ist, ich habe jetzt um 2 Uhr nachts geschlafen. Okay, dann schläft man 8 Stunden. Und jetzt haben wir schon wieder 18 Uhr. Oh. Hier sieht man das, ne? Ich bin zu wach. Ich kann erst 22.44 Uhr wieder schlafen. Ah, alle 8 Stunden, schätze ich mal. Okay, der hat sich auch ein bisschen verändert. Der hatte hier vorher super reingepasst. Aber jetzt ist er ein bisschen zu dick. Stell ich dich denn hin? Da? Stell ich dich mal da hin. So. Dann hier. Die kann man jetzt auch weiter aufrüsten. Das sieht man da so, ne? Brauchen wir jetzt Quarzjuwelen. Quarzjuwelen. Aber die sind noch nicht erforscht. Das bedeutet... Kann ich denn hier? Warte. Ich habe keinen Pilz bei mir. Okay, gut. Was?
Batzen, Batzen, Batzen. Spinnenburger, Mutterspinnensnack. Ja. Alles wie gehabt. Hier denn? Nö. Nirgends mehr war. Ja, mehr war es drin. Mann, heute läuft's aber. So. Jetzt. Wenn ich jetzt um 22 Uhr schlafe, ist dann. Ach, das hier noch, ne? Hier kann man das Licht, wenn man jetzt auf C drückt, kann man einstellen. Das ist jetzt maximale Helligkeit. Ich kann das aber auch runterdrehen, ein bisschen dunkler machen. Ne? Kann man schöne Lichtstimmungen mitmachen. Soll ich da oben rot machen? Ich mache immer rot. Das sieht doch gut aus, cool aus, oder? Rot oder total hell? Rot. Geil ist das denn. Mache ich auch mal. Mache ich alles rot. Achso, C. Rot. B noch rot? Ja. C. Oh. Und. Ah, hier haben wir noch mehr. Ich vergesse immer, dass ich C drücken muss. So, und D noch. So, jetzt habe ich es bei allem einmal vergessen. Aber egal. Wie sieht das aus? Boah. Richtig cool, oder? Kann ich erst um 22 Uhr schlafen? Wo ist denn? Da hinten ist auf jeden Fall der Burger Chip. An den wir nicht rankommen. So, die kann ich doch auch einstellen, oder? C. Machen wir die mal. So. Ja, auch, obwohl eigentlich, ja. 80% wäre also das Normale, ne? So, Schleimpilzfackel. Kann ich die denn einstellen? C. Tatsache. Lichtwärme. So wird's rot. Und so wird's ganz hell. Okay. Geht also auch. Ist ja eigentlich perfekt. Ist doch richtig hell, oder nicht? Auch mal weiß. Hui. Na, C. So. Da auch mal weiß. Vielleicht sieht man das ja jetzt weiter. Ganz schön. Und dann probieren wir noch diese Lampe aus. Ja, Licht, Wärme. Also das andere war grün. Jetzt ist es rot. Jetzt ist es weiß. Naja, allzu hell wirkt es jetzt auch nicht, ne? Wird so. Warte, war da jetzt gerade die Wolfspinne unterwegs? Doch da irgendwas gesehen. Aber kein Problem. Klettern hier einfach hoch. Dafür ist der Turm da. Nö. Keine Wolfsspinne in Sicht. Aber wir schauen jetzt mal, ob wir schlafen können. Ob wir schlafen können. So, was jetzt hier drinnen zu hell ist, dann kann man das ja ganz einfach anpassen. Ne? Ich finde das gut. Ich finde das echt gut. So, wie sieht's aus? Kann ich schlafen? Ich bin noch zu wach. Bis 20 Uhr. Nee, 22.44 Uhr. Ach. Das ist jetzt echt kacke. Sozusagen. Ah, hier. Die liegen nicht mehr hier unten drinne, wie man sehen kann, ne? Und man kann jetzt mittlerweile 5 Stück reinpacken. Ach.
kommen. Ist jetzt nicht mehr so einfach wie vorher. Vorher konnte man das rausnehmen und wenn man nochmal E gedrückt hat, war mal raus aus dem Inventar. Geht nicht mehr. Okay, gut. Ah, dann machen wir das halt so. Die Dinger. Können wir auch noch machen. Mal noch ein paar Spinnenteile. Hm, geht sogar. Wo waren die drinne? Da so? Ja, da. So. Habe ich die denn drin? Auf jeden Fall nicht hier. So, das kommt da rein. Ja, ich muss mich jetzt heute erstmal da ein bisschen orientieren. So. Und hier noch einen mit drin, ne? So. Kann ich die auch mit C anpassen? Nee. Das wäre ja echt der Hammer. Nee, nee, nee. Das ist einfach 80% wandert, ne? Ein bisschen dunkler machen und 62%. Okay. Boah. Das Ding ist super hell geworden. Ihn hier noch C. Ihn hier noch. Alles klar. Soweit, so gut. Ja. Muss man sich erst dran gewöhnen. So. Boah, jetzt ist hier nicht mehr allzu hell. Echt jetzt? Naja, die kann ich leider nicht kleiner machen. Warum stehen die eigentlich da drinnen? Ach, damit die Ameisen nicht rankommen, ne? War doch was. So. Großes Seil anwählen. Was vorher automatisch ging, geht jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich ein bisschen zu viele. Ah, ne. Können ja jetzt 5 mit rein. Ne? 5 können da ja rein. Ja. Dann geht es ein bisschen schneller. So. Und einen haben wir noch. 5 mal 8. Wow. Ja, 40 Stück verarbeiten. Hier gehen auch 5 drin. Da gingen ja vorher auch nur 4, ne? Oder? Waren das 3? Ne, hier waren es 3. Hier waren es 3. Hier waren das 3. So. Gut. Dann haben wir das mal fertig. Okay. So viel mein erster Eindruck. Können wir jetzt schlafen? Jetzt können wir schlafen. Aber wenn ich jetzt 8 Stunden schlafe, um 7 aufwachen um 7.30 Uhr. Oh ja, das ist in Ordnung. 7.30 Uhr ist morgens. Ja, das macht schon viel mehr Sinn. Und jetzt noch mal gucken. Wolfsspinnlein, ist er denn jetzt da? Ach, schade, das mit den Kletten.
Das ist nicht toll. Noch eine gehört. Wo ist sie? So, wo ist die vermaledeite Wolfsspinne? Da ist eine. Da ist noch eine. Aber sie ist nicht infiziert. Sie sind beide nicht infiziert. Aber vielleicht kommt das ja noch. Da oben ist nämlich der Pilz. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen und tschüss.